Hallo und herzlich willkommen zu Montemare TV. Wir sind heute hier in Montemare in Andernach, denn es gibt ein Jubiläum zu feiern. 10 Jahre und dazu haben wir uns Gäste eingeladen. Im April 2012 wurde das Montemare hier in Andernach eröffnet. Was waren denn so die ganz großen Ereignisse seitdem? Ja, ich fange vielleicht mal am Anfang an. Vor 40 Jahren habe ich genau hier schon gestanden und da waren wir damals als Firma mit dem Aufbau des ganzen Revita, hieß das damals, beschäftigt gewesen und haben das auch eröffnet. Ich war auch mit Kommanditist und in der Folge ist aber das Projekt dann gescheitert unter der Gruppe Hessenauer und in 2011 stand es in der Versteigerung und damals bin ich mit meinem Sohn dann ins Gespräch gekommen, haben gesagt, hätten wir da Interesse, sollten wir das irgendwo machen und wir sind dann zum Amtsgericht gedackelt und haben dann doch den Zuschlag auch tatsächlich erhalten. Und dann ging alles ganz schnell, wie das bei uns im Haus immer so geht. Pläne wurden gemacht und Genehmigungen kamen dann, wir haben das umgesetzt und tatsächlich praktisch im März haben wir das erworben und im April des Folgejahres 2012 haben wir es bereits eröffnet. Alles umgestaltet, neues Konzept. Wir hatten dann direkt auch Erfolg mit dem ganzen Konzept. Wir sind dann in 2 Jahre später haben wir schon die erste Erweiterung gemacht und das war 2014, 2015. Erweiterung des Fitnessbereichs, Erweiterung der Saunaanlage mit Ruhehaus und in 2018 kam die große Idee, das vollkommen zu machen und zu sagen, wie gibt man dort ein Komplettangebot dem Gast und das war dann die Erweiterung zum Hotel. Mhm. Und auch das ist bisher erfolgreich gelaufen und damit schaffen wir hier und haben hier eine Oase geschaffen. Wir haben zwar noch viele Pläne, die lassen wir jetzt in der Schublade und warten einfach ab, weil wir denken, wir haben hier so ein reichhaltiges Angebot und bieten dem, der einfach die Seele mal baumeln lässt, und das ist in der Zeit immer wichtiger, doch hier eine Oase der Ruhe. Und von daher, denke ich, ist es eine gelungene Sache. Wir hoffen auf weitere erfolgreiche 10 Jahre. Ich will mich nochmal an Ihren Sohn wenden. 10 Jahre hier Erfolgsgeschichte in Andernach. Das Montemare hat ja auch eine Philosophie. Ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut, oder? Hier gibt es sehr viele Stammgäste. Wir verzeichnen in den letzten Jahren auch mit Corona über 1 Million Gästekontakte. Und das hat natürlich auch eine gesamte touristische Wirkung. Wir arbeiten hier am Standort neben den Angeboten, die wir innehaben. Sauna, Wellness, Fitness, Hotel, Gastronomie. Ganz stark mit den Akteuren vor Ort zusammen und wir sind sehr vernetzt mit den kulinarischen Akteuren hier und da muss man einfach sagen, neben den touristischen Attraktionen, die man hat über einer 2000 Jahre alten Stadt, mit dem Ausgleich hier an dem Tag ein Gesamtangebot geschaffen, was es in der Region unvergleichbar nicht gibt, vielleicht noch ein bisschen weiter. Ganz sicher. Wir wollen natürlich auch nach vorne gucken. Sie haben eben gesagt, wir lassen die Pläne in der Schublade, trotzdem so einen Ausblick nach vorne darf man an so einem Jubiläum ja doch noch vorne sehen. Ja, wir wollen es kompletter machen. Wir haben Pläne in Richtung Chaletdorf, wir haben Pläne in Richtung Hostel, wir haben Pläne in Richtung Ärztezentrum. Das sind alles Pläne, die bereits auch schon teilweise gezeichnet sind, die es aber zu verhandeln gibt und wo entsprechende Partner auch zu suchen sind. Und auf dem Weg sind wir. Hört sich sehr spannend an. Wir wollen natürlich auch hören, hier ist Geburtstag. Was bedeutet das für die Gäste? Gibt es spezielle Angebote? Ja, definitiv. Wir werden natürlich in allen Bereichen entsprechende Aktionen, Angebote jetzt ab April, ab Mai, in Juni und auch die nächsten Monate im ganzen Jahr irgendwo auch platzieren. Wir haben da einiges an Überraschungen schon geplant. Da will ich jetzt nicht zu viel vorweggreifen. Wir werden das natürlich über unsere ganzen sozialen und auch direkten Kontakte, die wir haben, verbreiten. Es gibt tolle Saunaabende, verlängerte Saunaabende wieder. Und im Sportbereich wird es dieses Jahr entsprechende Aktionen geben. Spezielle Les Mills-Kurse haben wir jetzt wieder. Das sind spezielle Kursprogramme, die kommen im Wellnessangebot. Ab April startet auch mit unserem Geburtstag wieder die Wellness-Weltreise, die jetzt über 2 Jahre leider nicht stattgefunden hat. Und somit sind ganz tolle Sauna-Wellness-Kreationen zu erwarten. Super, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich. Sag herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute für die Zukunft. Und wir wollen uns jetzt mal beschäftigen mit weißen Welten, Salzwelten. Die heilen nämlich. Schauen Sie mal. Salz ist überlebenswichtig für den Menschen. Aufgrund seiner umfangreichen Heilkraft wird es bereits seit der Antike auch therapeutisch genutzt.
Salz unterstützt die Versorgung der Zellen mit Mineralien und Spurenelementen, hilft bei der Ausscheidung von Giftstoffen und stärkt die Abwehrkräfte. Es wirkt entzündungshemmend, antibakteriell und antiallergisch. Insbesondere für Haut- und Atemwege sind Anwendungen mit Salz sehr empfehlenswert. Die positiven Eigenschaften von Salz machen wir uns auch bei Montemare zunutze. Zum Beispiel mit dem beliebten Salzaufguss. Auch wenn die Vermutung nahe liegt, bei einem Salzaufguss wird in der Regel kein Salzwasser über den heißen Saunaofen gegossen. Stattdessen wird Salz nach dem Vorschwitzen auf die feuchte Haut aufgetragen, für ein sanftes und anregendes Peeling. Die Haut fühlt sich danach seidenweich und geschmeidig an. Gleichzeitig regt das Salz die Zellregeneration sowie den Kreislauf an. Nach dem Peeling verbleibt das Salz für einen weiteren Saunagang auf der Haut. Das Salz wirkt hier zusätzlich schweißtreibend und entschlackend. Die Haut wird remineralisiert. Als feiner Nebel wirkt Salz positiv auf die Atemwege. In der Montemare Salz Lounge inhalieren die Gäste während ihres entspannenden Aufenthalts einen feinen Sohlenebel. Dieser stärkt die Abwehrkräfte und reinigt die Bronchien. Bei einer Luftfeuchtigkeit von etwa 50% und einer Temperatur von 19 bis 21 Grad entsteht ein ganz besonderes Mikroklima und die gesundheitsfördernde Wirkung des Salzes kann sich bestmöglich entfalten. Beleuchtete große Salzmonolithe, angenehme Lichteffekte und sanfte Entspannungsmusik ergänzen das einmalige Entspannungserlebnis in außergewöhnlicher Atmosphäre. Eine Montemare Salz Lounge findet ihr derzeit in Andernach und Bettburg, bald auch in Reichshof und Rheinbach. Und was es Neues gibt im Montemare, das verraten wir euch jetzt. Das lange Warten hat endlich ein Ende. Unsere beliebte Wellness-Weltreise geht weiter. Ab sofort entführen wir unsere Gäste wieder jeden Monat an ein anderes Reiseziel. Dabei entdeckt ihr neue Wellness-Anwendungen, entspannende Aufgüsse und traditionelle Köstlichkeiten aus fremden Ländern. Reist mit uns und lasst euch verwöhnen. Die Reiseziele und Angebote findet ihr auf www.monte-mare.de/weltreise. Am 15. März 2002 eröffnete das Montemare in Rheinbach seine Pforten. Zum 20. Geburtstag hat das Team um Geschäftsführer und Betriebsleiter Per Schwetzler Mitte März zahlreiche Gäste auf ein Stück vom Geburtstagskuchen eingeladen. Im Sommer soll das Jubiläum dann bei besserem Wetter im größeren Rahmen und gebührend gefeiert werden. Ein ganz besonderes Highlight für alle Fans des Montemare wird es auch bald geben. In der nächsten Zeit stehen einige Sanierungs- und Renovierungsarbeiten im Freizeitbad und der Sauna an, um die Anlage nach so langer Zeit wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Zusätzlich entsteht im Saunabereich eine neue Salzlounge mit Salzinhalation. Ach, und das müssen wir noch erzählen. Das hier ist das neueste Projekt in Andernach, die Kräuter- und Sohle-Lounge. Es gibt immer wieder viel zu entdecken, deswegen schaut rein bei Montemare TV. Wir freuen uns auf euch.